ich kenne Benny jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Wir wurden zusammen U21 Europameister, haben jetzt hier in der Nationalmannschaft viele Jahre zusammen gespielt, auch gegeneinander gespielt in der Bundesliga. Also kenne ich ihn wirklich sehr gut. Ich kenne ihn als Spieler gut, aber auch als Menschen. Und das ist, glaube ich, auch speziell bei Juve eine unheimlich wichtige Komponente, dass man auch nicht nur einen Spieler verpflichtet, sondern auch den Charakter mit dazu. Weil wir eine sehr homogene Mannschaft haben und da, glaube ich, ist es nicht gerade förderlich, auch den einen oder anderen Stinkstiefel drin zu haben. Und da haben sie mich einfach nachgefragt, einfach nur die Bestätigung haben wollen, sportlich, aber dann auch, wie er vom Charakter ist. Und da konnte ich einfach nur das beste Zeugnis für ihn ausstellen, weil Benny ja wirklich ein top-professioneller Spieler ist. Selbst auch das, was auf Schalke passiert ist, hat er sich absolut top verhalten. Daran sieht man, dass er wirklich ein einwandfreier Junge ist und unheimlich intelligent, sehr spielintelligent auch, taktisch sehr gut ausgebildet. Deswegen glaube ich, dass er dann auch in Italien mit dem italienischen Fußball da ganz gut aufgehoben ist.